Melanzane al Forno, das wohl leckerste und geilste Gericht vegetarisch 2020. Das verspreche ich euch. Angucken, nachkochen, essen. Melanzane al Forno ist nichts anderes wie Aubergine im Ofen gebacken. Unterschied, es klingt nur nach mehr Sex im Mund. Alles, was ihr braucht pro Person, ist eine Aubergine. Und das zeige ich euch jetzt mal. Die ist natürlich vorher gewaschen. Und die schneidet ihr hier in so Fächer. Also quasi bis da oben so durch. Und dann so in so fingerbreite Scheiben einfach. Dann schaut das Ganze so aus. Und dann wird der Kollege so einfach aufs Blech gelegt. Ofen, 220 Grad, vorheizen. Einen Schuss Olivenöl. Und das Geile an diesem Gericht ist, wir haben wirklich nur so 5 Zutaten. In Kombination sind sie. Und das geht einfach nur im Backofen. Die 15 Minuten, die jetzt im Ofen sind, nutzt ihr natürlich, um einmal die Tomaten zu schneiden. Pro Aubergine eine Tomate. Natürlich den Strunk vorher rausschneiden. Es gibt nichts Schlimmeres wie Strunk in der Tomate. Kennt ihr das so? Also wer von euch kennt denn so Strunk in der Tomate? Im Salatbuffet, im Restaurant oder auf dem Salatteller? Da könnte ich kotzen. So einfach keine Liebe beim Kochen. Und dann bezahlst du dafür Geld. Dann pro Aubergine Melanzane. Pro Melanzane. Eine Mozzarella-Kugel auch. Und die restlichen 13 Minuten könnt ihr E-Mail checken. Der Ofen bleibt natürlich an. Jetzt schaut mal. Da ist schon einiges los. Es ist natürlich jetzt auch sehr, sehr heiß. Also entweder lasst es ein bisschen auskühlen oder ihr seid mutig und fangt jetzt einfach an, immer mal hier zu füllen. Schon eine ordentliche Bombe an Gemüse, oder? So, jetzt kommt hier mal mit Vernunft eine Prise Pfeffer drauf. Schöne Prise Salz. Nochmal ein bisschen Öl. Geil, jetzt kommt dieser Sex im Mund. Kommt hier nochmal ein ordentlicher Hieb Parmesan drüber gerieben. Und jetzt nochmal für 20 Minuten in den Ofen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nur allein vom Riechen und vom Aussehen mein persönliches Homeoffice-Lunch. Leckerli. So, wenn ihr jetzt natürlich ein paar Kräuter zu Hause habt, ich habe jetzt hier so ein bisschen Blattpetersilie und dann drauf. Dieser. Und dann wird heute relativ schnell gegessen, weil das Essen ist fertig und angerichtet. Alle Rezepte wie immer auf foodboom.de. Wenn ihr Fragen zu diesem Gericht habt oder auch andere, einfach mir stellen. Ich beantworte sie persönlich. Das muss warm gegessen werden, es tut mir total leid. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.